Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Lego City Undercover. Hier laufen Aliens rum. Ein Höhlenmensch. Ich fahre mein Auto zu Schrott. Ja, alles normal hier in dieser Welt. Also, starten wir doch mit unserer Hauptmission. Hi Chase, da du jetzt verdeckt ermittelst, hat dein Kommunikator eine neue Zusatzfunktion erhalten. Eine Aufnahmefunktion? Damit ich filmnoir-mäßige Monologe halten kann? Nein. Enttäuschung stieg in mir auf. Aber ich ließ die Lady ausreden. Es ist ein Audioscanner. Richte ihn einfach auf ein Fenster, um zu hören, was in dem Raum gesprochen wird. Du musst ihn aber von einem erhöhten Punkt aus einsetzen. Er könnte sich als nützlich erweisen. Ich dankte der netten Lady und trat in die Nacht hinaus. Es ist hell draußen. Viel Glück, Chase. Ich glaube, so undercover sind wir jetzt nicht mehr. Ihr lasst doch die arme Dame da in Ruhe. Ich sollte sehen, ob ich irgendwo Hinweise mithören kann. Jetzt lasst die arme Dame hier in Ruhe. Wo ist eigentlich unser Auto hin? Egal, wo müssen wir hin? Da hin. Okay. Aber vorher gehe ich hier hin, denn hier können wir einbrechen. Wie sich das anhört, hier können wir rein. Denn wir brechen ein. Aber für einen Superstein macht man das doch gerne. Davon kann man nie genug haben. Machen wir hier noch ein paar Sachen kaputt. So. Damit es sich richtig lohnt. Da können wir auch einbrechen. Aber lohnt sich das? Nein, weil da fehlt uns. Doch, das lohnt sich. Doch, 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 doch. Das lohnt sich. Komm ich da hin? Wie komme ich da hin? Ach, Menno. So. Habt ihr verdient. Dafür, dass ihr die arme Dame da eingesperrt habt. Auf den Boden gedrückt. Wozu ist das da? Schlimm, schlimm. Jetzt aber echt gedacht, es wäre ein Spezialauftrag. Ein Son 3, als ob ich jetzt davon 3 suche. Hui. Lup. Dum, dum, dö, 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 dum, dum, dö, 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 dum, dum, dö, 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 dum. Wie komme ich denn da oben hin? Menno. Ah. Okay. Hören wir uns gleich an, aber erstmal. Wunderbar, ist hier vorne noch was? Nicht wirklich nur. Hier ist was. Warum ich dich anrufe? Du bist spät dran fürs Vorstellungsgespräch. Wo steckst du? Ja.
Komm sofort zu Chans Limousinenladen! Beeil dich, Mann! Glaubt man das? Dieser Bucky Butler? Das ist der, der in die Gang will? Genau! Treibt sich bei der Galerie rum! Naja, da gibt's eine Menge toller kubistischer Skulpturen. Was meinst du mit kubistisch? Bucky Butler, woher kenne ich diesen Namen? Ach mein, jetzt kann man das andere nicht mal anhören. Schade. Vor 2 Jahren. Ich sollte an seiner Stelle zum Vorstellungsgespräch gehen. So komme ich vielleicht in die Gang. Ich dachte gerade schon, habe ich mich selbst hier festgepackt. Aber nein, wir können hier noch frei rumlaufen. Okay. Das ist jetzt blöd. Jetzt ist unser Polizeiwagen weg. Polizeiangelegenheit. So, dann fahren wir mal zum nächsten Ort. Wir machen nur halt, wenn wir irgendwas Spannendes sehen. Ich habe auch schon was Spannendes gesehen. Seid ihr vielleicht die anderen Pflanzen? Nein. Seid ihr nicht. Nope. Halt eben nicht. Dann halt eben nicht. Aber da ist was, das ist irgendwas mit Fragezeichen. Das wird mir auf der Karte angezeigt. Krass. Ich brauche Anschläge. Lass mich raten. Wir folgen der Story. Am Arsch mache ich. Und das wäre so, wenn ich Breath of the Wild Let's Playen würde. Mach alles andere, nur nicht die Story. Eins. Okay, da hinten ist die andere. Da. Nein, da ist mein Polizeiwagen. Oh, ich erinnere mich an den Ort. Darüber werden wir noch springen. Darüber werden wir noch springen. Hier sind die anderen Orte. So. Okay, hier braucht man eine andere Fähigkeit. Oh, Rex Fury. Dich werde ich auch noch in die Luft springen. Fragt sich nur wie. Zwei von drei, okay. Und hier ist ein Superstein. Wunderbar. Da eigentlich, das wäre eine andere. Okay. Was muss ich mit dem hier machen? Ist hier unten was ich bringen muss? Nö. Wie komme ich da hoch? Ach, da hinten ist er. Da hinten ist der Automat.
Das mache ich noch, das mache ich noch. Dann müssen wir mal gucken, wo dann hinterher, wenn wir zurückfahren. Siebzehn Stück, seriously. Kann ich eventuell mit dem hier da drauf springen? Könnte. Nö. Keine Ahnung, was ich mit dem Teil machen muss. Naja, wo ist jetzt unser Auto? Jemand hat mein Auto gemobst. Jemand hat mein geklautes Auto gemobst. Polizeiangelegenheit. Dann fahre ich jetzt halt eben mit dem Bus. Dann fahre ich halt jetzt eben mit dem Bus. Mal gucken, ob ich hier irgendwo die Umkleidekabine hier schon auf den ersten Blick sehe. Nope. Verlasse den Ort aber direkt wieder. Jetzt bin ich mal kurz hier um. Sieht aber nicht so aus. Groß ist das Gebiet jetzt aber auch nicht, oder? Nö. Ach, Jodo. Als ob. Keine Ahnung, wo hier die Verkleidung ist. Egal, ich komme hier bestimmt eh noch mal öfters lang. Von daher, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Spätestens, wenn ich das Spiel ausmache, bin ich eh wieder bei der Polizeistation, von daher. Na, 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 Bum 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 okay. Bum 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 bum. Bum 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 bum. So, Speichervorgang, okay.
So, dann schaue ich mich mal hier noch mal kurz um. Bum, 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 bum. War hier nicht gerade noch irgendwas für... Habe ich mir das wirklich nur eingebildet? Tatsache, da habe ich jetzt wirklich... Habe ich mir wirklich was eingebildet, dass ich was für den E-Pass gefunden. Beziehungsweise gesehen. Wow. Wie sagt man so schön, ein Bildung ist ja auch eine Bildung. So, dann gucke ich mal hier, ob es hier in der Nähe irgendwas Spannendes gibt. Da oben ist zum Beispiel ein kleiner Spurstein. Mal gucken. Ist das weit weg? Nö. Dann schauen wir doch mal. Die bessere Frage ist ja, ob wir da überhaupt hin können. Ob man diesen Schildern wirklich trauen kann? Nein, kommen wir nicht. Uns fehlt da noch eine Fertigkeit. Wird aber auch. Die nicht blöd. Belastung. Das war ja alles Zerstörung hier. Keine Sorge, die Mittagspause. Und sonst ist hier nichts. Komm, du siehst komisch aus. Du musst doch was zu bedeuten haben. Es hatte nichts zu bedeuten. Niente. Nichts. Ah, jetzt verstehe ich. Das sind Lichter, das, das anstrahlen soll. Okay, in der Ecke ist nicht gerade viel los. Gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Lego City Undercover. Ich werde das Spiel jetzt beenden. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann direkt hier vor der Marke wieder. Bis dahin. Tüdelü.